Der Handschaufel, wie finde ich so komisch. Ja, die habe ich auch hier rumliegen, aber ich weiß ja nicht, was ich damit machen soll. Vielleicht kann man damit auch buddeln. Oh ja, kann man. Aber das probiere ich am besten woanders aus, nicht in meiner Zelle. Naja. Ich geh schlafen. Ich geh schlafen. Ja, ich geh auch schlafen. Besser ist. So, erstmal wieder Appell. Aktuelle Meinung von mir? Null. Dodger kann mich echt nicht leiden. Dodger ist bei mir auch. Ich habe meine 75 immerhin. Aber der hat eine Glaswaffe. Also ein Glasmesser. Ja. Macht ja nichts. Annie, are you okay? Are you okay? Are you okay, Annie? Möhre! Okay? Möhre! Oh, hast, nö. Hast du noch 60 Geld? 60 habe ich genau, ja. Ah, nee, stopp, gar nicht wahr. Vergiss es. Brauche ich ja gar nicht. Aber jetzt wird meine Zelle schon wieder durchsucht, ey. Oh echt? Wer war denn dran? Ich? Schon wieder. Oh Mann. Dass sie dich auch mit der Handschaufel einfach hier rumrennen lassen, ne? Ja, warum auch nicht? Ich habe auch einen allseits guten Leumund. Ja, klar. Okay, Freizeit. Blech, brauchtest du nicht ein Blech? Nee, Blech brauche ich nicht mehr. So. Okay, also mit der Handschaufel kann ich auch buddeln. Nicht besonders erfolgreich, aber ich kann buddeln. Was ich brauche, ist eine Brechstange. Unbedingt Brechstange. Ja, ich bin ja schon raus. Das sind voll die Diebe. Wie die Diebe in der Nacht. Ich habe jetzt noch wieder ein Tintenfass, das kann ich hier wieder reinlegen. Oh, cool. Sicherheitslevel, das Pult von Drew. Sicherheitslevel erhöht, weil Schäden am Gefängnis gefunden wurden. Ja, ich habe vorhin irgendwo im Graben das. Ich habe auch eine Toilette durch so verstopft. Oh, noch ein Duct Tape. Oh, ein Bleichmittel, sehr gut. Das habe ich auch noch. Ach übrigens, Dodger, was ich noch mit dir zu besprechen hatte. So, ein Kissenbezug habe ich schon mal. Weil dann habe ich schon mal einen Kissenbezug, das heißt, wir können zumindest... Wie hast du das gemacht mit dem Kissen? Ich hab das. Hab ich gerade in der. Im Dingens gefunden. Oh nein! Wo hast du ein Kissen gefunden?
Das lag in so einem, in einem Schrank von einem. Ach so, okay. Hinten fast, alles klar. Fuck. Nein. Jawoll, eine Wärteruniform. Ich muss mich kurz verstecken. Ich bin gerade durch den Metalldetektor gegangen, mit einer Pfeile in der Hand. Oh, was? Es gibt hier doch Metalldetektoren? Ja, toll, Mittagszeit, ich habe 88. Ich kann nicht schon wieder zu spät kommen. Alter, wer hat mich denn da gehauen? Was soll denn der Scheiß? Was soll das? Nein, ich bin schon wieder auf 100. Du hast wohl alles weggenommen. Nein, bitte nicht jetzt. Ich habe eine Pfeile in der Hand. Ich habe einen Kissenbezug. Bitte nicht. Bitte nicht. Siehst du, dass du das irgendwo los wirst noch? Bitte nicht. Nein. Nein. Kissenbezug. Nein. Aua! Ich muss doch arbeiten! Nein! Fuck! Toll, ey. Zumindest das Kissenbezug, den Kissenbezug konnte ich noch retten. Oh nein, ich muss schon wieder arbeiten! So ein Mist! Aber du hast schon voll viel fertig, ey! Ja, aber ich will ja auch dann wieder für morgen wieder vorarbeiten. Ich weiß, das macht keinen Sinn. Dann spare ich ja irgendwo nix. Zumindest relativ wenig. Ich glaube, nach dem Tag können wir auch wieder erstmal eine Pause machen. Ja. Oh, und da wird wieder gestrichen. So. Meine legalen Sachen durfte ich behalten. Arbeit soll erfüllt. So, meine Arbeit soll für... Alter. 2 Tage liegt da fertig. Oh, jetzt ist wieder Sport angesagt. So, erstmal gucken. Also ich brauche noch einen so einen Bettbezug, beziehungsweise einen so einen Kopfkissen, damit ich dann die Attrappe bauen kann. Dann baue ich uns nämlich schön für nachts eine Attrappe noch, weißt du? Ja. Dann bau mir auch eine. Ja, ich sorge da dran, sorge dafür. Ah ne, oben ist Sport, ne? Mhm. Lass dir denken. Komm durch! Und duschen. Toll, jetzt haben wir 3,5 Sterne. Ich auch! Ja, ich glaube, bei uns beiden ist mitgehangen, mitgefangen. Oh, fuck, ey. Ich gehe jetzt ganz unauffällig duschen. Nur was hat die Alte denn hier? Handcreme. Oh, ein Ducktape hatte ich dabei und oh, ist das ärgerlich!
Brauchst du eine Pfeile, Möhre? Warte mal, eine Pfeile. Ich weiß gar nicht mehr, was ich im Tisch hab. Ja, dann lass ich erstmal sein. Hätte ja sonst was gekauft. Ja, ich hab's immer mitgenommen. Was ist hier eigentlich dieses Fernsehzimmer? Was soll das? Was soll der Quatsch eigentlich? Ja, nicht so ganz gereilt. Oh, ich muss mir eben noch was craften. Warum haben die denn meinen? Aber hier ist auch ein Pult. Kann man wahrscheinlich auch irgendwas reintun. Ja, nee, hier ist ein Blech drin und ein Holz. Es ist Abendbrotzeit. Oh, shit. War das oben oder unten? Unten. Jawohl, die Arbeit für die nächsten zwei Tage liegt da schon bereit. Das ist gut. Freizeit. Okay. Okay, also wieder von vorne suchen. Genau. Ja, sorry. Ja, sorry, ich gehe schon weg. Man darf sich beim Clown ja auch echt nicht erwischen lassen. Nee, Mist. Nee. Das finden die nicht so witzig. Ey, was hab ich denn alles für eine Scheiße hier rumliegen? Jawohl, Duct Tape. Duct Tape kann man immer gebrauchen. Wenn man irgendwas immer braucht, dann Duct Tape. Ja, das stimmt. Brauchst du Pfeile? Ich habe zwei Pfeilen, aber dann, wenn du mir die gibst, hätte ich auch schon wieder. Also, bräuchte ich die auch wieder. Oh. Die Handschaufel, die packe ich jetzt bei irgendwem in die Schublade. Ey, Möhre, wenn du irgendwo eine scheiß Brechstange findest, dann. Ja, sag ich sofort Bescheid. Ey, drei Stück Duct Tape habe ich. Das gibt's ja gar nicht. Voll die Ausbeute. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Holz finde. Hast du noch ein Holz irgendwo rumliegen? Ich glaube nicht. So. Wo bist du denn drin, Smuder? Ach da. Weil einer gerade gesagt hat, da solltest du nicht drin sein, Smuder. Weil ich der Röhrig bin. Das ist wieder so eine Handschaufel. Aber die lasse ich mir besser sein. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem Quatsch soll. Voll die Plünderei, ey. Labs hat nichts Cooles dabei. Mann. Warum haben die denn alle nichts mehr? Ein Stück Holz kaufe ich nicht. Nee, das finden wir noch. Sagte doch schon, ein Stück Holz kaufe ich nicht. Ich brauch doch nur eine scheiß Brechstange. Ist das jetzt zu viel verlangt? Ja.
Sieh sich das mal einer an. Ich habe jetzt aber wirklich jede Scheißzelle durch. Ja, ich auch fast. Ich glaube, ich sage zu oft Scheiß. Fuck. Ja, ich gehe ja schon, Jo hat auch nichts Tolles. Ja, sorry. Du legst es aber auch drauf an, ne? Ein bisschen. Höre spielt heute ein bisschen mit dem Feuer. Ich bin der Erste hier am Platz. Boah, wie sich alle hier bewaffnen, ey. Ich hoffe, der rechts neben mir wird durchsucht, weil dem habe ich richtig schön. Was hast du schon wieder gemacht? Gar nichts habe ich gemacht. Versteckt. Ah, wie geil, ey. Aber ich musste mal Pell zurück, oder nicht? Ich glaube eigentlich. Guck mal, er kommt da eingeschlichen, ey. Okay, zurück zur Zelle, ja. Von Hayden und Rue werden durchsucht. Ich weiß nicht, wie der rechts neben mir ist. Ah, was heißt hier gefunden? Meine Zelle! Ah, geil. Ach, scheiße, ich hab kein Duct Tape, ey. Hör doch auf, mich zu verfolgen, Mann! Puh! Das war knapp, ey. Verdammte Axt. Okay, was brauche ich denn überhaupt noch von hier? Warte mal. Nee. Machen wir erstmal wieder einen Baseballschläger. Seife, ich hab so viel. Kann raus. Wofür brauche ich denn immer das Stück Schnur? Oh, ich kann uns auch provisorische Leitern bauen. Du hast so viel Farbe? Ach ja, du bist der Maler. Aber die besorge ich. Kein Thema. So, genau. Die Pfeile habe ich für dich. Ansonsten nur meinen Baseballschläger. Der Rest ist noch gesichert. Es ist alles noch halb so wild. Mein Schraubenzieher ist noch da. Ich habe noch zwei Holz und zwei Duct Tape. Und die stabile Schaufel ist auch noch da. Von daher... Alles gut, nur gut, meine Wächteruniform ist nicht mehr da. Das ist nicht ganz so schön. Aber ich habe noch eine normale Häftlingsuniform mit Bleichmittel und Tinte. Geht das? Ja. Wollen wir heute Nacht eine Pause einlegen, Möge? Ja, würde ich sagen. Dann ich muss auch mal aufs Klöchen. Ja, ich auch. Dann also, machen wir jetzt eine kleine Pause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Escapist 2 wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und adios. Bis zum nächsten Mal.